Wir gehen jetzt in diesem Video die JDownloader-Installation unter Mint bzw. unter Ubuntu durch. Geht analog. Alle Befehle, die ich hier ins Terminal eingebe, findet ihr auch in der Videobeschreibung und ich habe sie mir hier in ein Dokument übersichtlich zusammenkopiert. Das erste, was wir machen, ist die JDownloader-Quelle ins Repository zu übernehmen. Das kopiere ich mir jetzt hier einfach ins Terminal, den Befehl. Bestätige mit Enter. Gebe mein Passwort ein. Und bestätige nochmal mit Enter. So, jetzt ist es in den Quellen. Jetzt müssen wir die Quellen nur noch, also die Installationsquellen nur noch aktualisieren. Das tue ich dann mit dem nächsten Befehl. Kopiere ich mir ebenfalls hier raus. So, ist jetzt fertig. Jetzt kann ich JDownloader über die Softwareverwaltung ganz normal installieren. Dazu gehe ich über Anwendungen, sonstige auf Softwareverwaltung. Kann dann über die Suche JDownloader direkt suchen. Sollte dann auch eine Datei finden. Da gehe ich mit dem Doppelklick drauf. Und klick auf Installieren. Unten sehe ich den Fortschritt, also wenn ich jetzt hier erstmal mein Passwort eingebe. Unten eine laufende Aktion, 82%. Sind wir gleich fertig, 91 und 100. Jetzt also installiert. Wir können den jetzt öffnen, indem wir wieder links oben über Anwendungen und dann Internet. So, Anwendung Internet. Da ist er, JDownloader. Können wir ihn starten. Jetzt startet als erstes der Updater und der holt sich die aktuelle Version des Programms. Dauert einen Moment, schneide ich im Video raus. So, fast geschafft. So, Update ist abgeschlossen und jetzt startet auch der Assistent für die erste Einrichtung. Ich wähle hier also meine Sprache aus, in unserem Fall Deutsch. Und unten das Download-Verzeichnis kann ich angeben. In dem Fall lasse ich es jetzt einfach mal so. Dann werde ich gefragt, ob ich Flashcode hinzufügen will. Das mache ich nicht. Das ist ein Plugin für Firefox. Und jetzt öffnet sich auch der JDownloader schon und wir bekommen die Meldung, dass das Update erfolgreich war. Bestätigen wir mit OK. Das ist jetzt also die Stable-Version. So könnt ihr es natürlich auch benutzen, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir wollen ja die Beta installieren, also die Version 2. Dazu schließen wir hier die Version und laden uns jetzt den Updater herunter, der uns die Beta auf die Festplatte bringt. Link auch in der Beschreibung. Das kann ich hier schließen. Auch die Java-Update-Warnung kann ich bestätigen. Und nehme hier diesen Link, wie gesagt, ist in der Beschreibung, kopiere mir den in Firefox oder in meinen Browser. Und lade dann die Datei updater.zip herunter. Die speichere ich mir hier auf der Festplatte, bestätige mit OK. Und das nächste, was ich mache, ich gehe ins Home-Verzeichnis von Mint, denn da werde ich dann die updater.zip entpacken. Also öffne ich es mal, markiere mir die drei Dateien und ziehe die mir in mein Home-Verzeichnis. Und jetzt muss ich die updater.jar ausführen. Doppelklick funktioniert allerdings nicht, da öffnet sich nur der Archivmanager. Machen wir mal Trial and Error, also funktioniert nicht, dann kann ich den wieder schließen. Dann mache ich einen Rechtsklick drauf und versuche ihn mit OpenJDK auszuführen. Das funktioniert aber auch nicht, da bekomme ich eine Meldung, dass es geblockt wurde. Also nochmal einen Rechtsklick und mit Sun Java ausführen und damit funktioniert es dann. Das Update geht los und jetzt wird die Beta geladen.
So, das ist jetzt abgeschlossen. Ich kann hier direkt Shadowloader starten aus dem Fenster heraus. Und ich kann schon an der Benutzeroberfläche, die gleich erscheint, erahnen, dass es sich nicht um die Version, die wir vorhin hatten, handelt, sondern um die Version 2, also die Beta. Das kann ich auch nochmal überprüfen, wenn ich jetzt mit der Maus oben auf das Fragezeichen klicke in der Menüleiste und dann über Shadowloader anklicke, dann bekomme ich die Versionsnummer angezeigt. In unserem Fall 2, also so wie wir es wollten.